befinden uns in der Bachhofen AG, im Hauptsitz in Uster. Ich arbeite in der Abteilung Hydraulik und wir haben den grössten Konstruktionsanteil. Der Rest von unserer Firma handelt hauptsächlich. Das Produkt wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einerseits Mobilhydraulik und andererseits Industriehydraulik. Das Beispiel für die Mobilhydraulik wäre zum Beispiel im Bergbau, wo wir das Fahrzeug ausgerüstet haben, das jetzt in Südamerika im Einsatz ist. Ein Beispiel für Industriehydraulik wäre zum Beispiel Leitplanken, die man hoch und runter lassen kann am Gubrist. Ich habe ein relativ grosses Aufgabengebiet. Ich konstruiere, prüfe, mache Messungen und das auch extern bei Kunden. Momentan bin ich an einem Kühlmodul. Das ist für das Fahrzeug in der Wehrtechnik. Das habe ich im CAD konstruiert, zusammen mit dem Kunden in der Rücksprache gehalten und das prüfe ich jetzt auch gerade zur Zeit. Am meisten fasziniert mich an meinem Beruf, dass ich ein extrem breites Spektrum habe. Es geht von reiner Hydraulik, Probleme, die man lösen muss, über konstruktive Probleme, über Elektroprobleme, über messtechnische Probleme, wo man alles muss im Griff haben muss, das ganze Spektrum können abdecken, dass man es versteht und dass man gut wird. Ich arbeite im Team mit verschiedensten Berufen, hauptsächlich Projektleiter und bei uns der Konstruktion, aber ich kann sowohl mit dem Innendienst tun, mit dem Außendienst, aber auch mit der Werkstatt sehr viel. Besonders geschätzt an der Lips habe ich, dass man alles in-house gehabt hat. Das heisst, man hat ein Problem gehabt, können zum Elektriker gehen, zum Elektroniker gehen, Anlagen und Apparate bauen, aber wenn man Fragen zum Schweissen hat. Und vor allem in der Grundausbildung ist das sehr nützlich, weil als Konstrukteur soll man in der Grundausbildung alles lernen und nachher alles können anwenden. In der Grundausbildung habe ich gelernt, sehr exakt zu zeichnen und das vor allem Freihand. Ich habe aber auch 3 CAD-Systeme gelernt, wo ich ein CAD-System nachher aussetzen musste in der Schwerpunktausbildung. Und dort habe ich dann auf die Hydraulik spezialisiert. Momentan mache ich das Fachhochschulstudium an der ZHW in Winterthur. Berufsbegleitend, das heisst, ich arbeite 3 Tage und studiere 3 Tage. Und den Rest der Woche sollte ich dann noch lernen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es den Beruf Konstrukteur gibt. Also, der Traumberuf war es für mich nie. Aber ich bereue es überhaupt nicht, dass ich den Beruf gelernt habe. Es hat sehr viel Spass gemacht und macht mir immer noch sehr viel Spass. Und es ist eine gute Grundausbildung für später, egal wo man her will gehen. Ich schaue positiv in die Zukunft und werde weiterhin mit dem Enthusiasmus alle Herausforderungen angehen, wie ich es bis jetzt auch schon gemacht habe.